Hallo und willkommen zurück zu Staxel. Wir sind immer noch dabei, hier irgendeinen Blödsinn zu machen und Sachen zu bauen, im Regen zu tanzen, Häuser bauen, Konfessarien und übrigens der Hische und die Phönixer, die sind auch da. Patisserie. Hallo. Eine Patisserie. Patisserie, Konfessarie, ist alles dasselbe. Kommt alles aus Taiwan und so, weiß schon. So, man braucht Kleber und noch irgendwas für die Blöcke, ja? Genau, Kleber und Zwei, Bauholz. genau, Bauholz Und und Kleber. bei wo fällt? Bei Feld. Ah, ja. Das, was keinen Sinn ergibt, da muss das rein. So, ich würde ganz gerne noch ein paar Insekten finden, weil ich benötige Geldmittel. Ich benötige ganz dringend Geldmittel. Ich weiß nicht, ob das Fische fangen nicht einfach. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, ich lauf mal ans Meer, ne? Und dann, weil Tja. ich muss das Dach noch machen und dann muss ich, das möchte ich diese Folge eigentlich ganz gerne fertig bekommen, das Dach. Da, die Angel. Und, Huch! Also obwohl jetzt ein bisschen zu, ich werde allerdings, glaube ich, so eine Art Flachdach machen. Hey, Erfolg freigeschaltet. Sammle 10 Muscheln. Mupfel. So. Wo ist denn der Zebra-Typ dahin? Ach, hier. Zebra-Typ? Der Zebra-Falter. Den wollte ich nämlich verkaufen. Kann das sein, dass. Oh, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, kann das sein, dass bei Regen irgendwie keine Fische anbeißen? Wie groß sind denn die kleinen Farmfenster? Kann mir das mal jemand verraten? Die kleinen Farmfenster, das sind diese Schlitze. Die siehst du in der Stadt neben meiner Patisserie. An dem Ah, Haus. okay. Ja, okay, ich sehe es. Wow, ich habe einen Pelschenangler. Was? Das ist ein Anglerfisch. Der hat oben so diese Leuchte auf. Ich hoffe, der gibt gut Kohle. Ich angel gerade am Meer. Ach ja. Tresen und Kühlschrank. Weil man den Kühlschrank ja nicht klauen kann, müssen wir dann auch noch kaufen. Ja, und so ein Kühlschrank ist, glaube ich, tierisch teuer. Viel Platz braucht man wohl für so einen Schlitz? Eins. Okay, dann lass ich Die hier. etwas größeren Okay. sind zwei, also die und dann, ich weiß nicht, wie groß das große Ranch-Fenster ist. Sehr groß. So, Ich dann habe lassen wir normale hier Ranch-Fenster, sein. glaube ich, einstecken. Ja, normale sind zwei breit, glaube ich. Wo ist denn jetzt hier ein Kühlschrank? Hey, live, drängel nicht, ja? Ich guck mich noch um. Wieso? Was macht denn live? Der hat mich geschubst. Ich habe einen verrosteten Schlüssel gefunden. Wow. Hä? Wo ist denn hier ein Kühlschrank? Darf ich deine Fenster haben? Meine? Ja. Ach, du bist gar nicht hier. Nee, ich bin bei live. Hier ist auch kein Kühlschrank. Hä? Wo ist denn? Doof. Es Live, wo kann hast du sein, denn dass die Kühlschränke? wenn keiner da ist, ne? Also die sind halt immer so ein bisschen unterschiedlich da. Ja, aber normalerweise tagsüber sind die in ihren Läden. Nicht der Live, sondern die Kühlschränke. Ach so, ja, die Händler, die wechseln. War das nicht so, die Händler wechseln irgendwie ihr Angebot wöchentlich oder sowas? Brauchen wir nicht auch Nee, Tresen? täglich? Ja, irgendwann braucht Tresen, aber ich weiß Ja, nicht, wo. ich brauche Tresen. Ich Aber brauche. ich glaube, wir auch. Okay. Also ich brauche zwei Tresen. Ich guck gleich, Moment, ich baue hier gerade Dinge. Ich kaufe mal zwei. Ich hoffe gerade einfach nur, dass ich durch das Angeln halt ein bisschen. Also die Oh. Insekten. Nein, Formpfann. Oh Gott. Ja. Blau! Diese gruselige Person. Ja, aber die gibt dir Belohnung dafür, dass sie gruselig sein darf. Ich Dafür, dass sie gruselig sein möchte darf. sie trotzdem nicht in meiner Nähe haben. Ja, das stimmt. So. Ich habe einen Kann ich Kalmar. jetzt Oh. hier. Moment, wie war das nach Hause? So. Huch.
denken, was hier passiert. Okay. So. Ich habe eine kurze Frage. Und du wolltest was haben? Du kannst da mal die Fenster einbauen. Ah ja. Hier, von vorne. Wenn du von vorne guckst, siehst du wo. Ach, da. Ich werde langsam müde. Das ist nicht gut. Schon wieder? Ja, wir haben die Nacht durchgearbeitet anscheinend. Nee, das ist auch so ein großes, glaube ich. Ja. Ach so, ja, da, das würde ich, wie viel Platz nimmt das weg? 1, 2, 3. Da müssten wir noch eine Fläche freiräumen. Das würde ich fast bei uns platzieren. Das passt bei uns viel schöner hin. Ja, wir können auch die kaputten von uns einfach hier reinpacken. Ja, ne? So, habe ich noch irgendwas? Zählt das jetzt als Tresen? Zählt das, was ich hier gemacht habe? Ja, zählt. Okay, Lampen habe ich in der Tasche. Magst du mir die Fenster da mal geben? Dann tausche ich hier eben aus. Da. Danke. Ja, super. Moment. Ja, du wirst langsam müde, ich weiß, deswegen gehe ich jetzt schnell. Ach so, ja, ach, dann gehen wir besser mal alle nach Hause. Ja. Stimmt, gut, ja. Da war ja was. Ja, schnell nach Hause. Und ab ins Bett. Und dann wird das Dach fertiggestellt. Hat jetzt jemand übrigens herausgefunden, wie man einen Setzling machen kann? Oh nein, oh. Na, mit Dünger steht da drin, aber ich habe keinen Dünger gefunden. Okay. Naja. Gleich öffnen sich. Kaufe eine Versandstation, ein Katalog. Was? Ja, genau. Eine Versandstation, ja, aber die gibt's ja bei Live gar nicht. Der Harry hat dir ein Geschenk gebracht. Willst du die Sonnenbrille haben? Eine Sonnenbrille! Abverkaufen. Wo ist denn die Sonnenbrille? Hier bei mir. Achso, wo? Hier. Ja, ich habe die eingesammelt, da ist sie. Wie setze ich die denn auf? Am Schrank, da muss sie ja einmal an den Schrank gehen und dann von da aus. Kunigunde, du könntest auch mal ein Geschenk bringen. Ja. Was wollte ich? Fenster, genau. Die hat irgendwas auch schon gebracht, ich weiß aber nicht mehr was. So. Guck mal. Sonnenbrille. Wunderschön. Ja, traumhaft schön. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, was können wir eigentlich mit diesen Dings da machen? Sternenteilen. Mit was? Mit den Sternenteilen. Irgendwas mit Magie. Damit kann man sich verbessertes Arbeitsgerät machen, womit man dann eventuell noch größere Felder oder irgendwie irgendwas machen kann. Also. Hä? Ah, ja. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich wollte. Ach, das wollte ich doch gar nicht. So. So. Na. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was ich ernten kann? Nein. So wollte ich das machen. So, So, haben wir noch Saatgut? Zuckerrüben. Zuckerrüben kann man, das sind die, die man nur im Winter sehen kann, ne? Im Herbst war das. Hat noch jemand von euch Samen? Nee, ich habe die alle da reingepackt. Wo rein? Hier rein. Aber es ist auch, glaube ich, bloß Zuckerrüben, ja. Ja, ach Mist. Ja gut, dann kaufe ich gleich mal. Hat einer von euch eine Bienenkönigin? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte noch eine haben müssen, aber ich finde die nicht. Nee, Ich habe leider keine Bienenkönigin mehr. Komisch. Moin Emilia, ich baue. Hast du auch die Bäume gepflanzt, gegossen oder nur? Ich habe die Bäume gegossen. Ah, okay. Kann ich der ihr Skateboard klauen? Nee, das ist Teil ihres Briefkastens. Oh, man kann denen nichts wegnehmen. Oh, gemein. So fies aber auch.
So, Moment. Jetzt hier, was gibt's denn? Gurkensamen. Brauchen wir Gurken? Rote Beete. Die sind, glaube ich, auch sehr gut. Ich habe einmal Milch gekriegt. Ja. Noch mal Milch. Ich wollte noch eine zweite Tür. So. Na, immerhin. Ach ja. Wir brauchen unbedingt, also wenn wir bräuchten eigentlich mal diesen Saatgutmacher, weil dann bräuchten wir das Saatgut nicht zu kaufen und können das dann, kriegen da vielleicht auch mal goldenes Saatgut, was dann goldene Pflanzen macht, glaube ich. Ja, wir genau, die kann man besser verkaufen, Tür. Also teure. Dann da so. Hast du auch noch Fenster, Hisho? Nee, ich habe die in meiner Patisserie verbaut. Achso. Wo habe ich denn die jetzt? Und da ist die Milch. Wenn jemand noch irgendwo Samen findet, da ist noch ein Feld frei auf dem ganz linken. So. Mhm. Und jetzt 942. Ich habe 942 Blütenblätter. Wie viel habt ihr? Und vor allen Dingen? 448. Bitte nicht noch ein weiteres Schild vor der Patisserie aufbauen. Man braucht nur eins, ne? Aber ich habe jetzt ein Schild. Ja, ist ja gut. Dann steckst du in den Schrank zu dem anderen, was ich abgebaut habe. Wieso? Das ist doch kacke, wenn die alle im Schrank stehen. Ja, die kannst du auch wegschmeißen. Nehmen die uns doch nur Platz auch theoretisch weg. Was hast du da an der Hand? Milch. Ach so, ich dachte ein Kühlschrank. Rundes Fantasiefenster. Hast du noch keinen gefunden? Nein, leider nicht. Ich wollte noch mal zu Aliza gehen. Das wollte ich machen. So. Okay, bei dir stand aber vorhin ja, dass man eine Verkaufsstation dafür holen soll, ne? Also gibt es eine. Es ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Ja. Saatgut, live, geh doch mal aus. Mein Gott, der steht immer hier rum. Nervt. Die Station. So, und hopp. Ich finde meinen, also, es macht ja durchaus Fortschritte, die Patisserie. Farbgebung, die ist in Ordnung. Der hat keinen Kühlschrank. So, jetzt. Ich hätte gern so von diesen kleinen Fenstern jetzt mal was. Da muss ich ja mal gucken gleich, ob ich da nicht. Kühlschrank. Das ist nicht Minecraft. Das biegt sich nicht automatisch wieder um. So. Wolltest du hier nicht noch eine Wand einziehen? Ja, aber brauchen wir nicht mal zwingend, ne? Nö. Das ist halt ein Einraumhaus. Ein Einraumhaus. Das stimmt. Guck mal, weil du hast hier noch so ganz viel Fläche, was du so benutzen kannst. Du kannst auch besser vielleicht hier den Tisch hinstellen, oder? Nein, muss ich das jetzt echt jedes Mal machen? Ja, oder das hier ist Spielfläche. Na gut, ich habe nichts gesagt. Ja, guck doch mal, da kann man Fang spielen. Vielleicht haben die ja Kinder. Ach so, ja, das stimmt natürlich. Klar. Vor allen Dingen, laut diesem hier fehlt ja eigentlich wirklich nur noch. So, die Lampen fehlen noch in der Kühlschranke. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal Holz weiter erstmal, ne? Ja. Zweimal. Kann ich hier so Fenster kaufen? Habe ich nicht noch Holz? Ich will nicht so ein großes Fenster. Kann ich ein kleines kaufen? Ja, ich weiß nicht. Er hat irgendwie nicht mehr so die total geile Auswahl. Ich brauche Kleber. Kleber. Ja, ich auch. Toll. Ja. So, gleich geht's an die Innenausstattung von der Patisserie.
einfach. Hier, stell dir dann noch ein bisschen mehr Kleber hin. Ding. Puh, Ding. Gut, okay. Was soll das denn? Haben wir hier vielleicht ein kleines Fenster bei? Ein Fass, Kommode. Ich finde, die Farbe passt sehr gut. Lass ihn mal da stehen. Bücherregal. Großes Ranchfenster. Was mit einem kleinen? Ich wollte da hoch. Müsste man vielleicht dann nochmal so einmal. Hier ist ein Ranchfenster. Ja. Gibt es ein kleines Ranchfenster? Zumindest nicht da zu kaufen. So, was brauchen wir denn? Wir haben zwei Dresen, zwei zu wenig, ja, eine Kasse, Patisserie Einzelvitrine, zwei zu wenig, Patisserie Vitrine links, Mitte, rechts, Patisserie Ofen. Boah. Wo lernt man das nochmal? Ich finde es gerade nicht. Was denn? Wenn ich hier, jetzt, ich habe jetzt hier so ein Ritz, achso, warte, ich muss es in die Hand nehmen und dann. Genau, du musst es in die Hand nehmen und. Ja, okay. So. Ein Groovy-Tisch. Ah, herrlich. Huch. Ein Wrench. Vier Bauholz, glattes Bauholz, Glasscheibe und billiger Lack. Was ist glattes Bauholz? Was? Das habe ich noch einstecken, glaube ich. Wie viel brauchst du? Weiß ich nicht. Ja. Oh. Einfach nix da. So. Bist du bei Aliza? Ja. Viermal Bauholz und einmal glattes Bauholz. Warte, glattes habe ich hier. Wie war denn? Vielleicht zwei. Ja, okay. Dann gib mir. Dankeschön. Tintenfasstopf. Hm? Herzkrug. Huch. Aha. So. Goldhaufen. Mhm, genau. Mann. So. Schnitzen, war ja klar. Wirklich, ich find's. Das habe ich. Und dann noch billiger Lack. Okay. Du hast mir noch einmal Holz gegeben, kann das sein? Ich hatte, glaube ich, noch einmal. Ach so, okay. So, du brauchst es zweimal. Also. Ja, ich mache mir welches, kein Problem. So. Bisschen doof, aber. Kann ich denn jetzt das wieder verkaufen? Nee, kann ich nicht. Oh. Da. Das hab ich nicht. Da. Oder wollte ich das vielleicht doch? Wollte ich das? Wollte ich das nicht? So, weiß ja auch nicht so genau. Das ist eigentlich auch. Doch, ich wollte das. Das ist sehr schön. Billiger Lack, da. Weiße Holzplatten brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Was sag? Okay. So ein bisschen. Was hier angibt. Ist schon ein bisschen schwierig gerade. Ein Moment, Pseudonyma. Könntest du mir einen Gefallen tun? Diesen blauen Brief zu Aliza bringen. Du stehst zwar vor ihrer Tür, aber klar mache ich das. Danke, dann lass mal vorbei, dann mache ich das eben. Danke. Wo ist dein Farmfan? Ich habe hier was für dich. Ja. Hoffentlich weit weg von mir. Die ist bei Rovan. Was kriege ich denn von dir? Einen Hockeyball. Ja, sehr schön. Ja, super. Farmfan hat mir rote Beetesamen und Hafersamen geschenkt. Da sei nie nein. Ja. Aber wo ist eine Versandstation? Moment. Das ist ein Traum. Ja. Oh. Bla bla bla, der Bürgermeister, ey, den kannst du ja eh in Pfeife rauchen. Wie ein stinknormaler Politiker ist er. Ja. Ja. Bla bla bla, Steuern, bla bla bla, alles musste wird so besser. Hart kämpfen für euch. Hallo, du bist der Einzige, der sich zur Kandidatur gestellt hat. Warte nur ab, bis ich genügend Geld habe. Du warst der Einzige, der hier kandidiert
meditiert ist. Ja, maximal. Bin sehr müde. Kim Jong Maximilian. Okay. Das Volk, gut. Das Volk leidet, ihm ist es aber egal. Er will nur die Steuern erhöhen. Wir brauchen nur noch einen Kühlschrank. Dann kann die Familie hier einziehen in ihrem. Ja? Oh, das ist ja cool. Ja, das. Das Problem ist, wir finden nirgendwo einen Kühlschrank, ne? Ja. Puh. Komm mal hier. Und wenn wir einen finden, haben wir wahrscheinlich zu wenig Geld, um uns den zu kaufen. Dieses Haus ist das schönste Haus, das man jemals gesehen hat. Luftig und offen gestaltet. Luftig und offen? Habt ihr keine Wände drin? Doch. Doch. Wie das so synchron rauskam. Warte hier zu Hause auf euch. Ja, warte, ich komme. Geh wieder auf. So. So, ich habe ganz viele Schnecken jetzt eingesetzt. Oh, ich habe eine Bienenkönigin. Man weiß ja, was damit zu tun hat. Ja. Tün, 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 tün. So, wo geht's eigentlich jetzt wieder zu unserem Haus? Ah, da. Hier. Ja, ich bin auf dem Weg. Wie die kleine Biene da aus der Tür rauskommt. Hallo. Hallo. Ich bin sehr müde. Ja. Nimm mich bitte jemand ins Bett. Ja. Ja, ich liege. Ich auch. Tschüss. Jetzt haben wir den 13., ne? Der 14. ist dann morgen. Ein Tag noch und dann haben wir das Event. Event, Event. Yay. Event. Event, Event. Whee. Huh. Oh, Gott. Wie sie da rausstürmen, weißt du? Wir brauchen einen Kühlschrank. Meine Mama ruft mich an. Warte, ich gehe mal eben hier so raus, damit man was Schönes sieht und dann gehe ich dran. Bis gleich. Ich hätte gerne einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank. Eine Backstation. Ich weiß ja gar nicht, dass es hier nirgendwo einen Kühlschrank gibt. Tja, ja, vielleicht halt gleich. Ich weiß es auch noch nicht so ganz. Oh! Zeitgenössischer Couchtisch, Pastell-Einzelbett. Pastell-Kleiderschrank, minimalistische Kommode. Der Monarchenfalter, der hat jetzt aber richtig so 330. Oh, eine Toilette, schön. Können die nicht einfach das Zeug in der Toilette kühlen? So, Moment. Minimalistischer Beistelltisch. Irgendwie finde ich nicht das, was ich brauche. 640. Ich brauche noch so ein paar von diesen Dachteilen. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Nochmal 30. Ich habe so. Ich habe das Gefühl, dieser Hausbau ist verdammt teuer. Ich hoffe, die Patisserie wird dann. Auf jeden Fall. Wenn man so bei mir exzessiv baust wie du. Was? Dann ist das ja kein Wunder, wenn man so. So baut. Man kann auch. Preisgünstig? Ich ja. Sagen, ich muss gleich mal wohin? Okay. Denn, ja, die Folge ist ja eh gleich zu Ende. Genau. Ja. Ne? Aber das Dach mache ich noch fertig. Ich brauche ein Dach. Also eigentlich braucht die Patisserie endlich ein fertiges Dach. Wir brauchen immer noch einen Kühlschrank. Und dann ist das Haus fertig. Und ich finde, es ist auch fertig. Das guck ist mal, doch schön, kein es ist. Dach. Was? Nein, guck doch mal, wie schön. Wenn du aber kein Dach. Wenn du aber am Briefkasten guckst, dann reicht das. Das ist aber doch kein Dach. Aber wenn du am Briefkasten guckst, reicht das. Aber das ist doch kein Dach. Aber wenn du am Briefkasten guckst, reicht das. Es ist eine Tür da. Das Bett. Es ist alles da, was wir brauchen. So oft regnet es hier ja auch nicht, ne? Eben. Aber es ist doch kein Dach.
Aber es ist alles da, was wir brauchen. Aber es ist doch kein Dach. Ach Mann, dann halt nicht. Oh, herrlich. Aber wenn du am Briefkasten ist alles da, was wir brauchen. Oh Gott, das ist fürchterlich. Nein, es ist ein spezielles Haus. Hier sind Löcher überall. Das ist egal. Wieso ist hier eine Säule? Weil ich mich verklickt habe. Und so. Außerdem... Aber das ist Säule. Doch gar kein Dach. Aber es reicht. So, also. Ja, es ist kein Dach. Wir machen das dann irgendwann nochmal schöner. Okay, es ist kein Dach. Aber guck doch am Briefkasten. Hat jemand eigentlich heute eben gerade noch die Pflanzen Du hast den Briefkasten abgebaut. Ja, ich merk's. Hat jemand eigentlich heute schon die Dinger da gegossen, die Pflanzen? Nein. Wie lang ist der Tag schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Was war denn das hier? So. Hä? Jetzt sagt es ein Bett zu wenig? Ja, wahrscheinlich ist der Rahmen falsch. Also falsch rumgebaut. Achso. Was, Brückenbodenrampe? Was? Jetzt. Was kann man denn hier alles bauen? Brückenboden, alles klar. Dann nehme ich halt mein Flachdach wieder weg. Danke. Ich habe kein Wasser. Dabei war es so schön. Du kannst hier einfach ein paar Blöcke stehen lassen, damit die Lampen schon mal drin sind und dann bauen wir halt nach und nach so ein Dach. Nein, ich mache jetzt alles weg. Mann, jetzt sei doch nicht so. Die moderne Dachkunst hat dir ja nicht gefallen. Aber jetzt sei doch nicht so. Das ist kein Dach, hast du gesagt. Das stimmt, das ist auch. Dabei war es das schönste Dach auf der ganzen Welt. Mhm. Und der Briefgast hat gesagt, es reicht. Das ist immer so eine Sache, wenn die Briefkästen mit einem reden. Das stimmt allerdings. Meinst du, ich sollte mir Gedanken darüber machen? Ja, vielleicht. Vielleicht. So. So. Gut. Zufrieden. So. Ja, ein bisschen. Dann platziere ich jetzt einfach die Wände. Ich habe irgendwas abgeerntet. Oh, nein, das wollte ich nicht. Kaffeebohnen? Wieso das war eine Kaffeepflanze. Hä, du hast Kaffeebohnen? Die bringen gut Geld. Ah, dann ist gut. So. Der Briefkasten hat mir gesagt, es würde reichen. Aber es ist doch kein Dach. Es war wohl ein Dach. Es ist aber doch gar kein Dach. Eine besondere Art von Dach. Das ist importiert gewesen. Also ein Flachdach. Griechenland. Boah, das sieht aber scheiße aus, was ich da gerade gemacht habe. Wir müssen einen höher bauen noch. Das geht so nicht. Noch ein höher? Einen Block. Ein Block reicht. Aber so geht's nicht. Es sieht ja furchtbar aus. Du? Okay. Oh nein. Lalala. Sammelst du meine Dächer ein? Oder was? Wieso, oder sieht, diese Pflanze, nein? Wieso sieht diese Pflanze nicht gut aus? Was? Ja, hier ist so eine Zwiebel, die hat anscheinend jemand nicht abgeerntet. Deswegen da steht, diese Pflanze sieht nicht gut aus. Die wurde vielleicht nicht geerntet. Ja. Also noch einen Block höher möchtest du? Ja, also einen Block höher reicht eigentlich. Okay. So. Warte mal. Ding, ding. Warte mal. Warte ich doch warte. Mal. Nee, das, Moment, das muss ich so machen. Machst du mal hier die Ecke nochmal weg eben? Ich will was ausprobieren. Okay. Kaffeesamen verkaufen. Guck mal, so geht's. Reicht ein einziger nur. Wenn du sparen möchtest. Ich hab 43 Stück. Ja, dann mach. Ja.
Ach, wobei ja. Das sehr schön ist, was du da tust. Ja, ne? Sehe von hier unten nicht genug. Das soll ich nicht dahin bauen, so. Ich möchte trotzdem hier eine Säule haben. Okay. Oh, bei mir lädt gerade irgendwie die Welt nicht. So, gut. Hatte ich vorhin auch schon mal. Nein! Brauchst du noch einen? Glaub nicht. Nur? War nur falsch, was ich hier gemacht habe. Muss andersrum sein. Seh das gerade nicht richtig hier. Folgenende? Oh. Ja gut, zum Folgenende kaufe ich dann mal eine Saatgutmaschine. So? Nein! Nein? Also. Nein, tu das nicht! Doch! Mach das ruhig, aber ich kann dir gerade nicht bauen. Möchte jemand eine Kochstation lieber? Ich möchte einen Kühlschrank. Tja. Hä, Moment, geht das nicht? So, wir haben das Folgenende erreicht. Ich bin zu doof. Meine Patisserie hat ein Dach. Nee, jetzt wieder falsch. Ah! Ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine Pause machen. Ich glaube, ich sollte doch hier überall buchen. Ich habe aus Versehen eine Dachfliese eingesammelt. Hau, glaube ich, auch auf dich drauf, so ein bisschen. Ja, ich glaube, ich sollte doch hier überall noch eins setzen. Ja, das ist vielleicht besser. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Nicht ja. Und tschüss. Es war doch ein Dach. So. Aber das ist doch kein Dach.